Hoeneß platzt der Kragen. Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat sich in der Stammplatzdiskussion um Arjen Robben zu Wort gemeldet. Im vorigen Jahr wurde die Frage gestellt, was ist der FC Bayern ohne Robben wert? Jetzt soll er keinen Stammplatz mehr haben. Das kann doch nicht sein. Das ist der Witz des Jahres und eine Unverschämtheit, Arjen in Frage zu stellen, sagte Hoeneß im Kicker. Für den 59-Jährigen seien das sowieso nur Hirngespinste von einigen Ignoranten gewesen. Stevens adelt Raoul. Der neue Schalke-Trainer Huub Stevens ist von seinem Star-Angreifer Raoul begeistert. Es macht unheimlich Spaß, mit Raoul zu arbeiten, so der 57-Jährige in der Bild. Er muss sich wohlfühlen und wie Franck Ribéry bei den Bayern behandelt werden. Gibst du so einem Kreativspieler etwas mehr Freiheiten, gibt er der Mannschaft ganz viel zurück. Ob Raoul das über diese Saison hinaus tun wird, ist unklar. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung ist bislang noch nicht in Sicht. Hamburg läuft die Zeit davon. Der HSV steht bei der Suche nach einem neuen Trainer unter Zeitdruck. Da Interimscoach Rodolfo Cardoso keine gültige Lizenz hat, darf er maximal 15 Tage als Cheftrainer tätig sein. Diese Frist läuft am kommenden Mittwoch aus. Erteilt der DFB dem HSV keine Sondergenehmigung, darf Cardoso nicht mehr als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie stehen. Wie es in den kommenden Tagen und Wochen weitergeht, ist derzeit ungewiss. Sportdirektor Frank Arnesen selbst, Co-Trainer Frank Heinemann und Torwarttrainer Ronny Teuber haben die Trainerlizenz. Möglicherweise wird einer der drei vorübergehend das Heft in die Hand nehmen, bis man eine langfristige Lösung gefunden hat. Als Favorit gilt weiterhin Dänemarks Nationaltrainer Morten Olsen. Stuck vergleicht Vettel mit Senna. Für die deutsche Rennfahrerlegende Hans-Joachim Stuck ist Weltmeister Sebastian Vettel schon jetzt der neue Ayrton Senna der Formel 1. In seiner Arbeitsweise erinnert mich Sebastian sehr stark an den jungen Ayrton Senna oder Niki Lauda. Die haben die Formel 1 gelebt, nicht nur im Rennauto. Und alle diese Eigenschaften erkenne ich jetzt bei Sebastian, sagte Stuck.